Wir sind hier in meinem Elternhaus. Und in diesem Zimmer habe ich mich schon als Kind immer sehr gut gefühlt. Denn da war ich immer so zufrieden, wenn ich da ein Buch in der Hand hatte und lesen konnte. Und wenn ich so vor den Bildern stand, meiner Eltern und Großeltern, da sah ich sie mir an und ihre Gesichtsausdrücke, die waren immer so verschwiegen. Sie lächelten nicht, sie waren so ernst in den Bildern. Dann habe ich immer mich gefragt, ich möchte so gerne wissen, was diese Menschen erlebt haben, was sie gedacht haben, gefühlt haben. Aber das Innenleben, das spiegelt sich auf den Bildern nicht wider. Und ich konnte nichts erfahren. Und das machte mich immer so traurig. Mein Vater war Bauer. Er war im Ersten Weltkrieg war er bei der österreichisch-ungarischen Armee und war Sanitäter. Und nachher, als er aus dem Krieg nach Hause gekommen ist, da hat er sich ja nach der Wirtschaft gesehen. Die Mutter ebenfalls und die Kinder großgezogen. Mein Vater war sehr streng im Haus. Und nur wenn er manchmal so ein Gläschen trank, da kam er, wenn er zum Tor hereinkam, da pfiff er. Und meine Mutter wusste schon, dass er was getrunken hatte und war immer böse. Er hatte eine sehr gut organisierte Wirtschaft. Er nützte die Arbeiter nicht aus. Wir aßen immer alle an einem Tisch. Mit dem letzten Zigeuner, der bei uns arbeitete, saßen wir alle zusammen am Tisch. Ja, aber man bleibt ja doch, was man geboren wurde, nicht? Was bist du denn? Eine Europäerin jetzt. Jetzt bin ich schon drin in Europa. Denn meine Kinder sind orthodoxisch getauft, haben geheiratet, Rumänen, Rumäninnen, eine Ungarin, die ist katholisch, ich evangelisch,
sprechen, sprechen wir Rumänisch, Ungarisch, Deutsch, Sächsisch. Wir sind schon mittendrin in Europa. Wir müssen nicht mehr noch Grenzen herumstoßen und was weiß ich was. Mit dem Geld ist es knapp, aber schlägt sich durch. Auch so im kleinen Europa. Thank you.